Was geht ab, Freunde? Wir kommen heute wieder zu einer neuen Reaction hier auf diesem Kanal. Heute zu der ersten Folge bzw. dem ersten Teil der ersten Folge von Das Sommerhaus der Stars Staffel. Ich muss hier ganz kurz gucken, ich kenne mich dabei gar nicht aus. Staffel 7 ist das hier scheinbar, okay. Ja, also wie gesagt, erster Teil der Reaction. Ich habe gerade gesehen, die Folge geht einfach mal 2 Stunden. Und dementsprechend werde ich halt 2 Teile daraus machen. Ich weiß nicht, wie es bei den anderen Folgen sein wird, ob die auch so lange gehen oder ob das nur die erste Folge hier ist. Aber wie gesagt, dann werde ich das halt einfach aufteilen und dann kommen pro Folge einfach immer 2 Videos. Generell muss ich aber dazu sagen, ich bin mir noch nicht sicher, ob mir dieses Format gefallen wird oder nicht. Ich habe es noch nie in meinem Leben angeschaut und ich reagiere natürlich auch nur auf Formate, die ich halt selber, ja, ich sag mal, spannend finde, also die mir halt selbst gefallen. Und wenn ich jetzt irgendwie merke, so, ja, ist nicht ganz so mein Ding, dann werde ich es auch nicht weitermachen, aber wir gucken einfach mal auch, wie es bei euch so ankommt. Also vergesst auf jeden Fall nicht zu kommentieren, wie ihr das Format findet und ob ich halt weiter drauf reagieren soll oder nicht. Ansonsten würde ich sagen, Freunde, die ganze Folge gibt es natürlich wie immer bei RTL Plus. Link dazu ist unten in der Videobeschreibung. Wir starten hier rein und wir sehen hier schon einen alten Bekannten und zwar den lieben Erik. Grüße gehen auf jeden Fall raus. Ich bin mal gespannt, wie viele Leute ich eigentlich überhaupt kenne, die hier dabei sind. Weil ich glaube, da sind auch viele Leute dabei aus Formaten, die ich halt auch nicht geguckt habe. Let's go. Ey, Mangold ist totgegangen. Mike Sees ist totgegangen. Bin ich der Nächste? Herzlich willkommen. Oh, oh yeah. Gott sei Dank, wir sind da. Jo, Leute. Sommersonne Stars in einer Superbude. Oh, mein Gott. Seehosen-Eishockstar. Ach stimmt, warte mal, war das hier gerade nicht die Freundin von KS-Freak? Also Lisa, ich glaube schon, oder? Ich habe das schon mal angeschaut, wer hier dabei ist, aber das Ding ist, das ist bestimmt jetzt schon wieder 1 Monat oder vielleicht auch 2 Monate her und ja, ihr kennt mich ja, das konnte ich mir jetzt natürlich dann wieder nicht merken, wer hier dabei ist, aber ja, wir gucken mal. Ich glaube, KS ist auf jeden Fall dabei, ich glaube, das wird lustig. Pipi geholfen. Oh. Es gibt mittlerweile genug Psychopathen auf der Welt. Ich will auch, dass die Zuschauer mal sehen, dass jemand wie du nichts leistet. Oh, die Wahrheit, die okay, tut halt okay. Auch weh. Wir sehen hier auf jeden Fall schon, Beef wird hier wahrscheinlich nicht fehlen in der Staffel. Spielvergnügen. Auf jeden Fall geht's hier physikalisch ab. Was laberst du für ein Okay, KS ist auf jeden Fall dabei, nice. Feuer hält zusammen. Warum muss ich sowas immer nur wegen dir machen? Wer bleibt zusammen? Warum habe ich dich überhaupt hier mit? Warum bist du überhaupt hier? Beziehungen an der Belastungsgrenze. Laber mich nicht voll. Okay, krass, Mann, was geht da ab? Für mich bist du tot. Das war's. Leck mich am. Was für ein. Okay, krass, Digga, da geht's ja ganz anders ab, ne? Also muss ich sagen, hätte ich jetzt persönlich nicht damit gerechnet. Du bist nur wegen deinem Geld hier, nicht wegen uns. Du bist der schlechteste Mensch auf der Welt. Du hast mich nominiert? Wer steht? Wer geht? Verlogen, hinzig und deswegen kriegst du meine Stimme. Wer wird das Promi? Boah, das wird krass. Ich kenne das Format halt nicht. Ich weiß nicht, wie das funktioniert, aber so wie es jetzt gerade rüberkam, müssen die dann halt Leute irgendwie so nominieren, die rausfliegen und ich glaube, da wird es auf jeden Fall gut abgehen dabei. Also asozialer geht's ja eigentlich nicht. Perfekt. Ich will immer gewinnen. Ich will gewinnen. Ich will immer gewinnen. Okay, warte mal ganz kurz. Das muss ich jetzt hier nochmal kurz 10 Sekunden zurückgehen. So, wer ist hier das erste Pärchen? Patrick und Antonia. Okay. Erik und, oh, ey, das geht so schnell hier. Und wenn ich hier Pause mache, ist der Balken drüber. Gut, die Namen werden wir uns sowieso irgendwann merken. Also hoffe ich mal. Sascha Mölders. Boah, irgendwie, also der Name sagt mir was, aber ich kann es überhaupt nicht zuordnen. Cosimo, der sagt mir auch was, irgendwie Bushido-Zeit früher so, war aber nicht meine Zeit, also deswegen, nur vom Namen her, ja, so richtig zuordnen kann ich es jetzt auch nicht. Ach krass, da haben wir hier mal ganz schnell einen Bildartikel entdeckt, so hat mich, ich sag's jetzt lieber nicht, sonst ist das Video hier gelb, DSDS-Rapper Cosimo,
Okay, krass. KS und Lisa, gut mal wieder hier Leute zu sehen, die man kennt. Mario Basler, den kennt man natürlich auch. Also ich weiß gar nicht, wo ich ihn mal gesehen habe, in welchem Format. Ich glaube, war das Promi Big Brother? Ich bin mir nicht sicher. Warte mal, Mario Basler, Nürnberg, kommt er aus Nürnberg? Promi Big Brother. Ich glaube, da war er mal dabei. Ja, okay, okay. Aber das waren die Pärchen schon. Oh, ich bin gespannt, wie lange brauche ich, um die Namen zu merken. Was denkt ihr? Möchtest du noch was von mir wissen? Wie alt bist du nochmal? Habe ich das nicht bei unserem Kennenlernen gesagt? Das ist schon so lange her. Mhm. Liebe ist etwas zu finden, was man nicht gesucht hat. Oh mein Gott. Die Weisheit des Tages. Können wir mal langsam eine rauchen oder wie ist das? Toxische Tabakstäbchen sind die zweite große Liebe von Kandidat 1 nach Fußball. Ja, ich bin Mario Basler. Boah, ich hoffe, ich krieg jetzt nicht gleich Hunger hier. Ich habe nichts gegessen vor dem Video. Ehemaliger Fußballprofi. Bin zweimal deutscher Meister geworden, bin Pokalsieger geworden, bin Europameister geworden mit der Nationalmannschaft. Stabil. Man mich schon irgendwo ein bisschen kennen. Also ich habe ja vorhin gesagt, ich kenne ihn von Promi Big Brother. Natürlich kenne ich den Namen oder ihn vom Fußball, ne? Nicht, dass da jetzt die Leute hier direkt wieder in den Kommentaren ausrasten, warum ich ihn nur durch ein Format kenne. Okay, sie heißt Doris. Ich hoffe, ich kann mir das merken. Also als Paar macht uns aus, dass wir so unterschiedlich sind, dass wir eigentlich gar nicht zusammenpassen. Schon mehr Mensch mit Emotionen, das ist er gar nicht. Und ich muss halt für mich überlegen, reicht mir das, was er mir gibt, oder reicht mir das nicht? Danke. Das einmal im Jahr. Geil. Ja, vielleicht wie trocken das war. Aber wenn ich es nicht lieben würde, dann wäre ich längst ausgezogen. Wolltest du mir die Tür aufmachen? Tja, der Pullover von ihm. War nur Spaß. Also gerade meinte sie, sie wird beide Koffer ziehen. Mal gucken. Enttäuschend. Okay, die nächsten. Ich glaube, sie ist Antonia. Fokus. Wir beide, wir besprechen immer, was als nächstes passiert. Okay. Keine Alleingänge. Wir kämpfen nicht für die anderen, sondern für. Also da wird bestimmt das ein oder andere Mal nicht so laufen und dann wird es hier Ärger geben. Es gibt nichts Ekligeres als dreckige Fingernägel, dreckige Zähne oder dreckige Fußnägel. Boah, nee, da bin ich echt. Warum hast du denn bei Bauso Frau mitgemacht? Oh Mann, ey, das war aber echt gut. Mein Name ist Patrick Roma. Oh mein Gott, bist du eklig. Patrick, okay. Oh. Landwirt vom Beruf. Ach so, die kennen sich von Bauer sucht Frau, okay. Das Gesicht. Ey, das ist positiver Schmutz. Jetzt kommt jemand. Endlich. Wie endlich? Ja. Digga, ich schwör dir, der ist echt der Beste, Alter. Ich feier den irgendwie. Ey, das ist wie bei mir zu Hause. Ist vom Bauernhof? Ja, tatsächlich. Für das bin ich nach Hause gekommen. Heimspiel, oder? Mario, genau, Heimspiel. Genau. Vom Aussehen habe ich mir auch gedacht, kenne ich. Dann hat er gesagt Mario und dann einfach von dieser markante Stimme. Wahnsinn. Bist du ein bisschen heiser, Mario? Ja. Warum? Fußballspiel. Da ist, glaube ich, schon einige Zigaretten. Oh Mann, ey. Deswegen. Du? Da ist ja mein Sohn älter wie du. Antonia, wie alt ist er? Ich habe, glaube ich, noch niemanden gesehen, der einfach so eine Lederhose mit Louboutins kombiniert. 22. 22. Also Antonia ist jetzt wirklich eine Ausnahme, ich stehe eigentlich eher auf Ältere. Oh Mann. Weißt du, das ändert sich ja auch jedes Jahr. Guter Kameraswitch. Ihr könntet unsere Kinder sein, Leute. Mama, Papa. Ja. Cosimo und komm, keine Ahnung wer. Du weißt, ich brauche das immer wieder. So eine heiße Frau gibt's nicht auf dieser Welt. Du bist die einzigste für mich, ohne Spaß. Du bist wie die Blume, wo gerade ausgeblüht ist. Das ist das zweite Mal, dass sie sich sehen, oder? Solange ich da bin, findest muss er sie noch überzeugen? Was du dein ganzes Leben brauchst. Ich bin für sie immer da. Selbst wenn ich kacken. Aber die Haare sind nice. Ich bin Cosimo, der Checker vom Neckar. Ich habe heute auch schlimme Husten, also nicht heute nur, aber generell. Also ich musste mal rausschneiden. Ja. Star, aber es heißt nicht, dass ich was Besseres bin. Was nochmal, was? Ich bin zwar ein Star, aber es heißt nicht, dass ich was Besseres bin.
Hä, wie jetzt? Ich dachte eigentlich immer, Stars und YouTuber sind was Besseres. Jetzt weiß ich aber auch nicht weiter. Erzähl mal was von dir, Baby. Ja, ich bin Nathalie, man kennt mich noch gar nicht. Ich bin Power, ich kann 24 Stunden Power haben. Ich tatsächlich auch. Kenn dich. Ja. Fußball, gell? Jawohl. Der Fußballer, oder? Mario Barth ist für mich eine Legende aus dem Grund, weil der Hallo, Mario Barth, da gab es noch kein Internet. Er ist ein großer Mann, ne? Großer Mann, Millionär. Und er ist so wie wir, so ein normaler Typ. Ja, voll. Ich sag's immer wieder, was gibt's Besseres als diese Formate? Ich overdress, aber gut, okay, du hast es übertroffen. Zu viel einfach. So. Wir sind hier auf dem Landhaus und nicht in der Großstadt. Das sieht nicht aus wie eine Ansichtssache, ne? Eher wie so eine Chantal. Auch Senior Buschdramm. Chantal-Style ist das also. Ja, für diese Namen muss im Bauernhirn auf absehbare Zeit ein Plätzchen freigeräumt werden. Oh Mann, ey. Cosimo. Okay, das vierte Paar. Das wird so toll. Wenn wir Glück haben, werden wir getrennt. Und gucken einfach mal. Glück haben. Noch nie gesehen. Ich mache 2 Wochen Urlaub ohne dich. So, hallo, ich bin Steffen Dürr, ich bin 47 Jahre alt. Ich bin Katharina, ich bin 39 und bin die Frau von ihm. Ja, komm, jetzt wird's hier mal Zeit für ein bisschen Unterhaltung hier. Diese Enthaltsamkeit wird mir auch ganz schön zu schaffen machen. Dann musst du mal alleine aufs Klo gehen und dir ein paar schöne Minuten bereiten. Nein, du kommst immer mit auf Toilette. Also ich werde mir jetzt keinen schubbern, aber du kommst immer auf Toilette mit. Erik. Okay, gut, lass mal. Hallihallo, Tachchen, Freunde. Mein Name ist Erik Sindermann, auch bekannt als Dr. Sinsen. Ich bin einer der bekanntesten und erfolgreichsten Modedesigner in Deutschland. Ach so, okay, auch noch. Krass. Und neuerdings bin ich jetzt auch noch Rapper. Ich will Fame und dein Kontostand ja platzt. Keiner hat gedacht, dass es klappt. Stabil. Gut. Und in diesem Königreich führt sie das Leben der Maid. Mein Name ist Katharina. Ich bin vom Beruf Analystin, also beschäftige mich den ganzen Tag mit Zahlen und Programmierung und das ist meine Leidenschaft. Bekannt bin ich aus Ex on the Beach. Da kommt auch mein Name her, der 500er. Ich hatte 500 Frauen. Hier machen wir die Beine frei. Das war gut, dass er das gerade nochmal so stolz neben mir rausgehauen hat. Und da habe ich gedacht, ey, der König ist geboren, ja. Die Krone hast du dir verdient. Guck mal, Hasi, da können wir mal Sexy-Time machen im Feld. Was sagst du dazu? Können wir auch lassen. Ich liebe Sexy-Time mit meinem Hasilein. In 3 Wörtern. Liebe, rein und raus, Zusammenhalt. Und komm. Okay, sind wir schon bei 4 Wörter. Ich komm. Du weißt es nicht. Lass mal bitte gleich richtig Party machen. Erst mal ein bisschen runterkommen. Ich bin so nervös. Party machen und runterkommen. Also, willst du was mal machen? Wer kennt's nicht? Oh, nee, nicht der 500er. Ey, Mario Basler? Basler, ja. Ich glaub es nicht. Einer meiner Idole. Er ist für mich ein Gott. Meiner Meinung nach, mehr kann man nicht erreichen in seinem Leben. Dementsprechend ist er für mich in der Hierarchie hier so der Boss. Ist eine leichte Koffer, oder was? Er denkt, er ist der King. Wir werden sehen, ob er es beweisen kann, weil er ist eigentlich der Mutter King, finde ich jetzt, in meinen Augen. Soll ich mir vielleicht auch mal eine Krone aufsetzen hier bei den Videos? Vielleicht auch so ein kleines Selbstbewusstseinsproblem. Mhm. Aber mach mal einen Tornado! Ich frage mich halt gerade, ob Mario sowas schon mal gesehen hat, ob er weiß, was ein Tornado ist. Das macht wirklich Eindruck. Oder es hinterlässt zumindest einen. Scheiße, Digga, ja. Also ich bin echt gespannt bei der Zusammenstellung an Leuten, ne? Also ganz ehrlich so, vom ersten Eindruck her, wir haben es schon gesehen, deswegen ist jetzt auch nichts Neues, aber es hätte ich euch auch so schon sagen können, dass hier die Meinungen eventuell zeitweise mal auseinandergehen können. Kommst du also? Hasi, kannst du mal ganz kurz auf Toilette gehen? Ja, ich komme ja mit. Ja. Sind bisher alle super nett, aber ich glaube, am Anfang sind immer alle super nett. Ja. Die fragen sich, warum hat der Idiot eine Krone? Naja, aber Hasi, beim Tornado gerade habe ich aber gut abgeliefert. Oh, Schatzi, aber passt auf. Bruder, was? Gut abgeliefert? Kannst du nicht, hexen. Sah das kacke aus? Ja, schon ein bisschen. Soll ich mal anmachen? Genau, machen wir da an. Und jetzt kommt's gerade. Also, wenn die damit geht, ich sag euch ehrlich, der hat alles erreicht. Warte mal, ganz kurz, muss ich nur hochziehen. Oh, danke. Schnurstracks. KS. Machst du mir dann gleich was zum Essen drin? Ja, was geht ab, Leute? Hi.
Also ich sehe schon, ich glaube, ein paar Leute werden sich echt gut verstehen da drin. Aber es gibt auch diese anderen Leute da drin, die ja reagieren dann so wie vorhin bei dem Tornado, glaube ich. Wir geben Gas! Im Endeffekt bin ich Entertainer. Oh mein Gott! Und wie war's? Das ist aber kein Stier, oder? Na. Ein Ochse. Ja, ich glaube. Es ist ein Ochse, safe Ochse. Es gab doch auch mal so ein Video, wo Martin auf einem Bauernhof war. Also für die Leute, die es nicht wissen, wer Martin jetzt auf einmal ist, ist zwar belastend für euch, aber Martin war quasi die Rolle von KS in manchen Videos. So, ja, guckt es euch einfach an. Also hier ist ein Zimmer. Wir haben noch nicht ausgewählt. Wir warten, bis alle da sind. Oha, aber es sieht eigentlich ganz nett aus. Also, würde ich zu Hause auch so einrichten. Also das ist zumindest mal das Breiteste, ne? Ja, ist okay. Wenn ich keinen Platz habe, dann schlafe ich auch gar nicht. Da gibt es auch ein breites Bett. Ja, aber das nehmen nicht wir. Das bekommt bitte jemand anderes. Warum? Du kannst nicht einfach kommen, zu sagen, so, wir nehmen mal schnell das Beste, das Größte oder das Schönste. Das ist dann schon... Aber geiler Satz von der Kleinen gerade eben. Ja, aber da schlafen wir nicht, da können andere schlafen. Nach 10 Sekunden. Echt jetzt? Oh, das ist aber krass. Was denn? Doch, in dem Bett schlafe ich nicht. Da können andere schlafen, das ist mir egal, da habe ich kein Problem. Aber mal ganz kurz, ich wollte nur sagen, weil ihr kommt gleich hier so rein und sagt so, okay, wir wollen da oder da pennen. Nee, 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 gar nicht. Haben wir nicht gesagt. Nee. Also für mich kam das gerade so vor, dass ihr gleich so sagen wolltet, wir pennen da. Digga, wie lange sind die hier drin? 2 Minuten und jetzt schon der erste Beef. Hä, das hab ich wirklich nicht gesagt. Ich habe gesagt, das größere Bett geben wir jemanden, der es braucht, weil er entweder groß ist oder älter ist und da gerne schlafen möchte. Ja, okay, gut, dann habe ich es falsch verstanden. So. Ja, so habe ich es auch aufgefasst. Also KS wollte ja eigentlich in das große Bett und dann meinte sie aber so, ja, nee, das können andere nehmen. Also so habe ich das jetzt verstanden, aus Höflichkeit. Weil die ja auch jetzt bisher, ich glaube, es kommt auch niemand mehr. Die letzten waren, die gekommen sind. Und ja, wenn man dann sich da, gut, kann man schon machen, aber dann kommt man vielleicht halt nicht mehr ganz so gut an bei den anderen. Weil ich glaube, ich hätte es mir doch einfach geholt, das Bett. Ja, die sind auch sehr abgezockt. Abgezockt. Könnt ihr mal bitte kommentieren, wie ist man, wenn man abgezockt ist? Bin ich auch abgezockt vielleicht? Sie kommt so ein bisschen arrogant daher. Sie kommt gleich rein und sagt sozusagen, nee, da pennen wir nicht drin. Ey, ja, ich weiß nicht, ob meine Nerven das eigentlich mitmachen, das Format. Also bis jetzt, finde ich, ist es auf jeden Fall lustig, ne? Es macht Spaß, sich das anzuschauen. Mehr Spaß, als ich tatsächlich gedacht hätte. Aber, ja, was haben die jetzt schon für ein Problem mit den beiden? Ich kann es gerade gar nicht nachvollziehen. Lisa und Marcel, weiß ich noch nicht, ob die da mit allen so zurechtkommen. Boah, ich weiß eher nicht, ob er mit allen zurechtkommt, ne? Also er war bisher irgendwie so, er kommt so rüber wie jemand, egal wer da reinkommt, aber er hat erstmal so irgendwie bei jedem was auszusetzen. Also ich weiß jetzt natürlich nicht mehr genau, was er bei allen anderen gerade gesagt hat, ne? Aber er hat schon immer mal wieder kamen solche Einblendungen. Also, oh, schwierig, ja, sage ich euch ehrlich, schwierig. Die könnten anecken bei vielen. Und der wirkt so ein bisschen so wie jemand, der es den Leuten nicht ins Gesicht sagt, sondern eher hintenrum. Aber das ist jetzt nur mein erster Eindruck, ja? Jeder hat von jedem den ersten Eindruck. Und ich glaube, jetzt kommt noch mal ein paar und dann sind alle hier drin. Ja, ich bin die Kyra Lu. Die Trash Queen. Ja, mich kennt man. Buongiorno. Ich habe sie noch nie in meinem Leben gesehen. Ich bin der Ismet. Und die Naunis. Dass so viele schon vor uns hier waren. Damit haben wir überhaupt nicht gerechnet. Es ist mir eine Ehre. Hallöchen. Ich kenne die nicht. Okay. Ja. Wow. Ich muss erst mal mit den ganzen Namen klarkommen. Das sind Newcomer, also die muss man nicht kennen. Wieso bist du hier? Würde sie mich auch als Newcomer bezeichnen? Ist einfach cool, die ist einfach sie ist so voll eine, ähnlich, Schatz. Die ist einfach, ja, er meint es sofort. Sie sieht ein bisschen aus wie du. Hallo, ich bin die Lisa. Hi. Lisa. Hallo. Alarm. Nein. Cosimo schmeißt den Wollwaschgang an. Ach, da ist ein Pool. Leute, ins Wasser kommt. Geil. Hasi, komm her, mein Schatz. Hasi, komm her, bitte mein Bier. Es ist nice, wisst ihr warum? Es ist wirklich so, das sind so verschiedene Arten von Leuten. Die drei, die jetzt im Pool drin sind, sind so Leute, die haben viel Spaß im Leben und sind cool drauf und locker drauf.
Und dann gibt es ja so ein paar andere Leute, also ich rede jetzt noch nicht unbedingt von denen, ihren Freundinnen, von denen, die gerade im Pool sind, aber dann gibt es so andere Leute, die, ja, wie soll man sagen, die sind so ein bisschen so feiner und so unterwegs. Die machen sich die Unterhose nicht nass im Pool, so wisst ihr, was ich meine? Und ich glaube, deswegen ist es auch so geil, weil das einfach so komplett verschiedene Charaktere sind, aber ich wusste direkt, Erik, KS und Cosimo, die werden sich safe verstehen. Und ich wusste auch schon bei den anderen beiden, die ich jetzt nicht kannte, also Mario, den lasse ich mal so ein bisschen außen vor, so, ne? Aber ich wusste schon, die anderen beiden Jungs, Männer, wie auch immer, die da noch dabei sind, die, ja, die würden da jetzt nicht mit in den Pool reingehen, so, wisst ihr, wie ich meine? Also, ich glaube, das wird geil werden. Und auch geil, der Plan, dass sie da jetzt erstmal reinpissen wollen. Ja, jetzt haben wir im Club der nackten Männer. Jetzt können wir auch nichts mehr machen. Wie erbärmlich ist das, bitte schön? Erik! Erik fehlt noch. Bleiben. Ja, ja. Ja. Also, wenn da einer dabei ist, dann Erik. Oh Mann. Schockierte Gesichter. Für Kata eine Strophe. Doch der Poolnudeltrubel sorgt. Mein Gott, für Kata eine Strophe. Auch für leisen Jubel. Herrlich, mach weiter, mach weiter. Ich weiß halt nicht, ob er es wirklich feiert, weil er ist jetzt niemand, der da dabei wäre, so wisst ihr. Ja, Freunde, hier wird jetzt noch entspannt ein bisschen gekocht, also scheint ein bisschen ruhiger geworden zu sein wieder. Ja, war eine geile Folge bis jetzt auf jeden Fall, oder beziehungsweise ist ja erst die Hälfte, aber ihr wisst, jetzt geile Reaction-Folge. Ich hoffe, euch hat's gefallen natürlich. Wenn dem so sein sollte, dann lasst natürlich ein Like und ein Abo da. Schreibt in die Kommentare, ob ihr Bock habt, dass das Format weiterkommt. Ich wäre auf jeden Fall schon dabei. Ich muss nur gucken, ob ich das langsam noch alles hinbekomme, weil es sind jetzt echt viele verschiedene Formate. Wir haben Ex on the Beach, das geht jetzt heute Abend vorbei. Also wir haben jetzt gerade hier 23 Uhr, in einer Stunde kommt die Folge online, nehme ich auch auf. Wir haben Are You The One, das kriege ich auf jeden Fall locker hin. Wir haben Eating With My Ex, wo es auch noch mehr Folgen gibt, wo ich drauf reagieren möchte. Wir haben House Party X by Join, da muss ich noch das zweite Video überhaupt online stellen, war bisher noch keine Zeit. Ja, weil eigentlich immer irgendwas kommt. Also gerade ist mega aktiv hier. Deswegen, ich hoffe, ihr seid am Start, Freunde. Und ja, wir sehen uns wieder beim nächsten Video. Bis dahin, ciao.